Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, oder soll ich lieber sagen, ho. Ho, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Wir haben heute eine besondere Maß wieder mal für euch im Angebot. Ihr wisst, der Eiskorb Jens, der schickt uns ja immer diese Maßkrüge, dass wir Maßgetränke testen. Und heute haben wir eine ganz besondere Maß, nämlich die Christmaß. Christmas, Christmas, beziehungsweise auch einfach die X-Maß genannt, von X-Maß. Wie findest du den Namen X-Maß? Hört sich sehr gut an. Sehr genial. So einfach, so schlau durchdacht. Deswegen werden wir jetzt mal hier unsere Maß auspacken. Dankeschön also nochmal Eiskorb Jens für diese Maßkrüge immer, weil wir die ja nach dem Tasting immer entsorgen und auf neue angewiesen sind. So, passend dazu hat der Hannes vorhin beim Bäcker ein Stück Stollen gekauft. Guckt euch das an. Hannes und der Stollen, das sieht gut aus. Da wollen wir jetzt erstmal reinbeißen, bevor wir zur Maß kommen. Alles klar. Mann, ist der zuckrig und süß. Und schmeckt halt wie ein Stollen so schmeckt. Deswegen stellen wir den Stollen auch jetzt weg. Ja. Ach, Hannes, da haben wir uns wieder was Gutes ausgedacht. Auf jeden Fall. Ja, natürlich auch schön dekoriert fürs X-Maß, ne? Wir sehen hier Kerzen. Kerzen vom Montag, vom Spazierengehen. Aber das darf ja keiner wissen. Angefangen. Jetzt soll ich mal erstmal zu Ende kauen. Wir haben festgestellt, ein typisches Maßgetränk sollte immer aus 3 Komponenten bestehen. Wir haben manchmal übertrieben und haben da 4, 5 Komponenten rein. Ja. Oder haben die Zutaten gewürfelt und gesagt, wir machen noch das dazu. Aber eigentlich sollte ein Maßgetränk dann immer aus 3 Komponenten bestehen. Einmal ein Bier. Das haben wir jetzt hier. Dann einmal ein Zusatz, der den Hauptteil der Maß und der Namensgebung ausmacht. Und dann noch was extra. Und so haben wir auch diesmal 3 Komponenten rausgesucht. Wir haben dieses wunderbare Weihnachtsbier von Tucher. Nürnberger Christkindlesmarktbier. Original aus Nürnberg, wenn ihr das Etikett seht. Da ist hier dieser, da Tucher, da ist Christkindlesmarktbier drauf. Christkindlesmarktbier mit 5,7% steht alles da und hier seht ihr da den König mit der Krone. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bier. Das Etikett jetzt ist schön. Das Etikett ist auf jeden Fall sehr, hat schon mal... Stimmt, wie das Bier aussieht, weiß ich ja gar nicht. Aber das also, Etikett hat schon mal was, also ja. Das hat schon mal unseren Zuspruch gefunden. Ja, wir waren definitiv extra im Kaufland unterwegs. Nein, noch nicht, aber ja, wenn das Video rauskommt, dann ist es bestimmt soweit. Genau. Wir sind dafür extra bis ins Kaufland gefahren und haben verschiedene Winterbiere gesucht. Da gab es zum Beispiel das Warsteiner Winterbier. Wir haben eine Tuborg in der Dose gefunden, aber das in der Flasche sah am angesprochen schönsten aus. Jawohl. Kam die Idee, vielleicht mal eine Weihnachtsmeile zu machen mit Winterbieren. Aber so viele wirst du nicht haben. Wahrscheinlich hast du Kaufland dann 3 Sorten. Was würdest du für das Etikett geben? Wie viele Punkte? 10 von 10. 10 von 10, alles klar. Weil es einfach so gut passt. 10 von 10. Also eine Maß ist 1 Liter und da passt natürlich immer super 1,5 Liter Bier rein. Das ist die Grundierung. Und wenn ich mir jetzt die Farbe angucke, muss ich auch sagen, das hat eine super Farbe. Guckt euch dieses Kräftige an. Das sieht so kräftig bei mir aus, dass es bei euch gar nicht so kräftig ankommt. Ist schon Bernsteinfarbe, klar und brutal. Ja, hat was. Hat was. Die zweite Komponente, die zugleich folgt, ist eigentlich dieser Christkindlesmarkt Glühwein. Man könnte es auch die Glühmaß nennen, aber es ist die X-Maß. Die machen wir aber als drittes dann dran, weil wir erst was anderes aufteilen müssen. Jawohl. Weil wir dachten, so was passt zu Weihnachten. Natürlich Glühwein und gemischt mit Bier kannst du machen. Der Hannes hat im Edeka was entdeckt von Gräfs King of Minis Bratapfel. Ein Bratapfellikör, kalt oder heiß genießen. Dieser Likör ist die Interpretation des winterlichen Dessertklassikers und vereint die fruchtigen Noten reifer Äpfel mit dem Geschmack typischer Wintergewürze, wie Zimt und Nelke der Winter kann kommen. 16%.
Likör, Bratapfellikör. Das sind 0,5 in der Flasche. Hier ist 0,5 noch Platz. Das heißt, wenn wir die aufteilen, jedem 0,25 geben, müsste die Flasche leer sein. Und immer noch 0,25 Platz in der Maß. In der dreckigen Maß, die hier oben so einen Zipfel hat. Pümpel. Den muss man klatschen, den Zipfelklatscher, und dann ist er weg. Jetzt können wir das hier schön einfüllen. Wenn das so ist, ich weiß nicht wie viel. Na ja, schauen wir mal. Bis zum Hängel. Boah, das riecht schon so richtig hier schön extrem nach Bratapfel. Bis zum Hängel. Ich sehe dein Hängel nicht. Doch. Hey, gefühlt habe ich dir doch jetzt viel mehr eingeschenkt. Ja, bisschen. Müssen wir es wieder nebeneinander stellen, dann tun wir hier wieder was rein. Bisschen was rein. Bis zum Hängel, genau. Wunderbar. Aber der Geruch ist schon extrem. Können wir mal einen Hieb so nehmen. Probieren Sie mal daher. Zum Glück haben wir es mit Bier gemischt. Na. Da ist mir der Dosmas Zimtlikör auf jeden Fall lieber. Der hat auch eine leichte Zimtnote-Komponente, kann man schon sagen. Aber dieses Apfelige, das ist irgendwie so richtig brachial. Mega sauer, aber gleichzeitig auch total beißend und richtig künstlich auf jeden Fall. Künstlich, pure Chemie in der Flasche vereint. Also ja, gönnt euch auf jeden Fall den Bratapfellikör in eure X-Maß. Jetzt wissen wir ja, wir haben den guten Christkindlesmarkt Glühwein, weil dem Hannes da auch das Bild gefallen hat. Hier ist nämlich noch so eine Frau drauf, engelsgleich. Hier ist der Christkindlesmarkt. Den werden wir jetzt auch mal köppen, aufmachen. Wir sind hier die Kenner. Am besten, wir beißen noch mal in den Stollen rein. Du mal reinbeißen, alles klar, bei Nummer rein. Der gute alte Stollen, damit man das komische Geschmack von dem Bratapfelzeug los wird. Wäre genial gewesen, wenn man den jetzt noch hätte erhitzt und dann dazugegeben. Aber das hätte dann wahrscheinlich noch mal reingehauen, wahrscheinlich. Ja. Und so schlau sind wir nicht, deswegen füllen wir jetzt den Rest auf mit dem Glühwein. Hier ist eigentlich Feierabend, weil hier ist die 1 Liter Marke erreicht. Aber wie ich den Hannes kenne, sagt er, mach ruhig voll. Ja, bei mir schon, weil du musst ja noch ein bisschen was machen. Man lebt nur einmal und ich bin der Hannes. Und da denke ich, damit ich auch zum Hannes werde, tun wir hier auch mal noch was rein. Und jetzt denke ich, der Hannes hat viel zu wenig. Jetzt muss ich auch noch was rein. Dann tun wir dem Hannes noch was rein und dann dem Ramses noch was rein. Und dann haben wir auf jeden Fall noch ein Gläschen. Ein Gläschen für euch ist noch drin. Wenn ihr die Flasche mit dem Rest gewinnen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Das müsste jetzt die X-Maß sein, die X-Maß. Die Christmaß oder X-Maß. Was passt euch besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ziehen wir mal nicht. Das tun wir mal so ein Stück an den Rand, dass wir exklusiv Platz haben hier vorne. Heb mal deinen Humpen an in die Kamera. Das ist die X-Maß. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Jo, Prost. Also wir probieren. Hier ist ja keine X-Challenge, das ist einfach nur zum Probieren. Ich muss sagen, das ließ sich auf jeden Fall sehr gut trinken gerade, weil einfach der ganze Glühwein oben aufliegt. Ja. Und obwohl das einer der günstigsten Glühweine noch war, die wir gefunden haben, hat er eine sehr prächtige Note, oder? Ja, kommt gut raus. Also bist du sonst Glühweintrinker? Ja, mal vielleicht eine Feuerzangenbowle, aber mehr aber auch nicht. Ich finde, es schmeckt eh immer alles gleich, aber das ist so typisch weihnachtlich, da freue ich mich total. Da beiß ich ja gleich nochmal in meinen Stollen da hier. Alles voll Zucker. Aber die schmeckt nicht schlecht. Nee, nicht schlecht, ne? Mit dem Bratapfel, leichter Bratapfelgeschmack kommt wieder raus. Jetzt hätte es mich mal interessiert, wie das Bier eigentlich geschmeckt hätte, wenn man mal so einen Schluck, da ist noch ein Lusttropfen ist noch drin, das können wir mal so probieren. Kräftig. Hui, das ist aber was ganz Besonderes, ich glaube, das werde ich so nicht kaufen.
Also der Bratapfellikör ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das Christkindlesmarkt Bier ist ein besonderes Bier. Und ich sag mal, zum Glück schmeckt es meist jetzt einfach nach Glühwein. Und da habt ihr ein schönes Glühbier, die Glühmaus. Wir werden uns jetzt hier durchkämpfen. Was? Trinken ganz den Bratapfellikör und das Christkindlmarkt Bier da von Nürnberg. Kannst du nur trinken in Kombination mit dem, mit allen dreien gemischt. Bah. Genau, Hannes, oh, das war das Zeichen. Ho, ho, ho. Da müssen wir gleich nochmal einen Schluck trinken. Doch, ich nehme mal hier einen komischen Stollen. Guckt euch den Stollen an. Der ist richtig feucht. Ist das ein feuchter Stollen? Ein feuchter Stollen. Prost. Prost, Hannes. Für weitere Maßvorschläge gerne den Kommentarbereich nutzen. Ah. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh. Ich esse jetzt noch meinen Stollen. Ich gönn mir noch einen Schluck. Ich glaube, es ist besser, wir machen es aus und trinken in Ruhe. Ja. Sonst breche ich gleich alles voll. Peace out. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Aber jetzt zeige ich mal, wie siehst du denn ohne Kapuze aus? Das hat man ja gar nicht gesehen. Guckt euch das an, wie das aussieht, wie der Hannes. Mit dem weißen Bart habe ich ja schon. Wieder Horm, wieder Hannes. Genau. Ich habe ja immer noch kein gutes Bild fürs Thumbnail. Vielleicht, wenn man das genau, einfach die drei Dinger so, bam. Das ist die X-Maß. Jetzt haben wir auch ein Thumbnail. So, ciao. Hannes, der Rutscher. Ich muss noch mal ganz kurz was sagen. Wir haben die Maß jetzt ausgetrunken. Wir haben uns auch wieder umgezogen. Aber eben so eine lustige Szene passiert. Das ist der Hannes. Moin. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg zu einem Giratina-Raid, den wir in die Raid-Gruppe gepostet haben. Und wir saßen ja gerade als Weihnachtsmänner verkleidet noch beim Hefemarkt. Und da kam eine Dame an, ein Mädchen. Für Mädchen ist es zu alt, für eine Dame ist es zu jung. Da kam auf jeden Fall eine junge Frau. Eine an in meinem Alter, was weiß ich, und hat gesagt, du hältst mich bestimmt für total bekloppt, aber ich muss mich jetzt mal auf deinen Schoß setzen. Da klettert die halb über den Tisch, hat sich auf meinen Schoß gesetzt und unten standen plötzlich welche, haben sich gefreut und der eine hat ein Foto gemacht und hat sie gemeint, der hat nämlich zu ihr gesagt, er gibt ihr 100 Euro, wenn sie sich auf meinen Schoß setzt, weil ich bin doch der Weihnachtsmann. Und der dachte, die macht es nicht, die hat es aber gemacht. Jetzt muss er ihr 100 Euro geben. So. Fand ich auch total lustig. Hannes hat auch gesagt, seitdem wir uns verkleidet haben und dort gesessen haben, hat plötzlich jeder gegrüßt. Ja. Alle so, oh servus, ne? Und hinter uns im Block waren Leute so, die in ihrer Wohnung gesessen haben. Ey, da unten sitzt einer, der sieht aus wie der Weihnachtsmann. Und der nächste auch wieder, ey, da guck mal, da sitzen zwei Weihnachtsmänner. Und das war auf jeden Fall total auffällig. Also verkleidet euch öfters mal als Weihnachtsmann, dann fallt ihr auf jeden Fall auf. Egal ob Dorf, Stadt, das ist immer ein Hingucker. Wir machen jetzt hier den Raid. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Macht es gut. Mit dem wir immer Spaß haben können. Jo, guck. Vale.